Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Jo, wir waren dabei, mit Eldrick hier diese Sturminsel zu erkunden. Und da vorne wartet ja auch schon wieder der nächste Gargoyle auf uns, oder besser gesagt die nächsten zwei, mit haufenweise Seeteufeln. Jo, also uns wird nicht langweilig. Na los, komm her. Du Mistviech. Tack, tack, tack. Au, 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 au. Wieder kriege ich es. Ja, natürlich. Au, voll auf die Fresse. Oder besser gesagt mit dem Rücken. War. Bleib weg, du Viech. Ich schieß dich so. Komm na her. Ist echt doof, dass man die nicht treten kann, irgendwie. Ja. Das ist auch sehr doof, dass er irgendwie nicht so wegläuft, wie ich es gerne hätte. Komm, Eldrick. Jawohl. Schön in den Rücken rein. Da, die machen sie gleich. Ja. Gut, der Ruf war zu spät. Ja. Ich hatte die Taste schon gedrückt, aber ja. Ja, das war leider zu spät. Oh. Ach, Menno, fängt schon wieder super an, ne? Der Part, die Aufnahmesession, die nächste. Denn es ist ja wieder Samstagabend. Oh yeah. Wieder eine Woche rum. Die Zeit vergeht, ne? Ja, ja. Nächster erwischt. Edgy Badge. Oh, er wird mir wieder. Ah, roll weg, roll weg. Uff. Ah ja, natürlich. Der Seeteufel auch noch. Na super. Ist eh ganz toll. Ja, komm, üb. Heureka! Ich dachte, das bringt was. So, au! Ja, sag einmal, spinnst du, du Mistviech? Da, der erste ist mal weg. Der zweite haben wir auch noch schnell gehabt und dann gehen wir Gargoyle hin. So. Na, kannst du jetzt mal auf? Na, der ist auch mal weg. Jetzt ist Ruhe und du bist dran. Sehr gut. Boah, wie viel? 4 von 16? Alter Schwede. Das ist aber schon ein hartes Stück hier, ne? Eldrick, alles gut. Ich glaube, der hat seinen ganzen Grog schon versoffen. Das wundert mich nicht bei meinem Kampfstil. Ja. So. Dann würde ich sagen, wir speichern wieder. Auf den 8. Spielstand. So. Jo. Und dann gehen wir es gleich wieder an. Brauchst du Hilfe? Jo, ich brauche Hilfe. Da brauchst du gar nicht fragen. Das ist automatisch so. Au. Ja, natürlich geht er mir sofort an, ne? Voll weg. Geht ja. So, mal ein bisschen Grog. Oh, wieder in den Rücken. Jawohl. Und, ruck, wegrollen. Jawohl. Eldrick, du bist dran. Jawohl, der ging besser. Sieh dir das an. Hä? Was ist das? Das sind die Quellen des Heiligen Berges. Aha. Mit Gewalt herbeigeführte Löcher ins Herz dieser Insel. Der Lufttempel? Ja, mein Freund. Das ist er. Der Heilige Berg der Gargoyles. Und an seiner Spitze der Tempel. Wir haben ihn gefunden. Dann nix wie drauf. Also nix wie draufgehen. Was geschieht jetzt? Ja, fragen wir blöd weiter. Was geschieht jetzt? Was geschieht jetzt? Wir müssen einen Weg finden, den Heiligen Berg wieder zu heilen. Mhm. Diese magischen Geysire sind Wunden in der Schulter des Heiligen Berges. Die Gargoyles laben sich an diesen Quellen unermesslicher magischer Kraft. Du wirst einen Weg finden. Ich schaue mir die Dinge erstmal in Ruhe an. Na, du wirst einen Weg finden. Du wirst einen Weg finden. Ich werde mir etwas überlegen. Ich hoffe, der bleibt noch bei mir. Läuft er uns nach? Doch, tatsächlich, Gott sei Dank. Ich hab, also ohne ihn gehe ich sicher keinen Meter weit. Ganz sicher nicht. Dann kann ich mich gleich zum Sterben hinlegen. Da brauchen die gar nicht draufschlagen auf mich. Das wäre dann schon Zeitverschwendung. Für die Gegner. So. Das zu dem. Und
Dann würde ich sagen, noch einmal Proviant. Gleich mal unser Schwertelein gezückt und ich würde sagen, nochmal speichern. Ich bin aber auch schon mal am Überlegen, ob wir was skillen sollten. Wir haben eh eigentlich recht viele Erfahrungspunkte, ne? Sollte, ja, 14.000, sollte ich noch ein bisschen dabei klingen und so? Wie viel würde denn die Gerissenheit kosten? 8.000. Und die hier 3.000. Gerissenheit war jetzt mit fiese Tricks und so, ne? Wir könnten einmal den hier machen und einmal die Klingen. Ich glaube, das machen wir. So, die Gerissenheit und die Klingen. So. Vielleicht auch die Feuerwaffe. Freilich, scheiß der Hund drauf. Ganz ehrlich gesagt, her damit. So. Boah. Gott sei Dank, es kommen nur die beiden. Jetzt habe ich echt Sorge gehabt, dass der Dingens uns noch besucht, der Gargoyle, dann hätte es ein bisschen schlecht ausgeschaut. Das laufen zu schau. Ja, ja. Oh, mal kriegen zwischendurch. Ah, sehr gut. Das lief gut. Verwundert mich gerade selber, aber es lief gut. Können wir diese magischen Geysire. Das Ding spuckt eine ganze Menge magischer Kraft. Brauchst du Hilfe? Irgendwie muss man die Dinger doch wieder zum Schweigen bringen können. Vielleicht ein Stein drauf oder so. Oder wir müssen unter die Erde. Wow. So, Eldrick, geh mal. Du kannst das. Ja. Wow, du Scheißviech. Echt. Boom. Jawohl. Der hat gesessen. Jetzt machen wir dich fertig. Wow. Jawohl. Und der ging gut. Der ging gut. So, da waren es nur noch 10 von diesen schieren Viechern, die wir für die Quest umhauen müssen. Ich denke, das werden dann alle sein. Aber 16 ist schon viel. Mit irgendwas zustopfen. Tja, das Ding spuckt eine ganze Menge magischer Kraft. Direkt reinhüpfen wird auch nichts bringen, ne? Magischer Geysir. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob unsere Titanwaffe da helfen könnte. Glaube ich fast nicht, ha? Oder? Doch? Ich meine, was soll der Speer uns bringen? Was mache ich da? So, rechte Hand, Titanenharpune. Hätte mich auch gewundert, wenn da irgendwie was gegangen wäre. Vielleicht für später. Ich werde nochmal speichern. Ich werde sogar noch auf Reserve speichern, für den Fall der Fälle, dass ich jetzt ganz viel Mist baue. Ich muss nur den Spielstand suchen. Momentchen. Reserve 1. Da. So, das passt schon so. Vielleicht sollten wir auch die Waffe noch wechseln. Macht die viel Damage? 40. Ja, 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 ja. Da ist das Schwert, glaube ich, schon nicht so schlecht. So. Und wo sind die nächsten Opfer? Das nächste Ungetüm. Ah, da ist er schon. Hallo. Und da kommt schon. Oh, nicht zu weit weg vielleicht. Eldrick, au. Ja, ja, zwei Treffer kassiert. Das ist wieder mal ganz super. Gleich mal was essen wieder mal. Jojo. Alter, au, au, au. Oh. Jawohl. Der hat wenigstens gesessen. Eldrick, du darfst. Der hat einen kleinen Bug gehabt, ne? Au. Komm, immer fester drauf. Jawohl. Sehr gut. Der gibt aber nur 105 Ruhm, wenn's denkst, ne? Die nimmt genauso viel wie die kleinen Gargoyles. Gargoyles sag ich schon, wie die kleinen Fledermäuse da, ne? Okay, der spuckt irgendwie nichts. Dann nehmen wir auch den Pilz mit und die Geisterlilie. Dann wäre gut, noch was zu trinken oder essen. Nehmen wir essen. So. Da haben wir noch eine Schädelblüte.
Vielleicht können wir nur einen triggern, das wäre ganz super. Hallo. Ja? Machen wir das zusammen. Ach du Heilige, jetzt sind schon wieder zu zweit. Wieso kommt da jetzt zwei? Haha, nichts erwischt. Oh mein Gott. Fall runter bitte. Sei so gut. Mach den zuerst. Au, au, au. Ich werde mal ein Schlückchen vom Grog trinken. Super gemacht, Eldrick. Alter. Okay. Überleben wir das? Ich hätte speichern sollen vielleicht. Ich werde mal speichern. Warte mal ganz kurz. So. Speichern. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, nämlich, dass wir das jetzt... Wow. So ohne weiteres. Okay. Doch. Wir überstehen es. Und. Bam. Jawohl. Au, au, au. Ich brauche noch. Zack. Zack. Jawohl. Sauber. So ist es richtig. So ist es richtig, ja. Langsam rutschen. Sehr gut. So. Haben wir geschafft. Sehr fein. Der andere liegt hier. Sehr gut. Nehmen wir auch seine Axt mit. Puh. Und einmal Proviant verknuspern. Sehr schön. Jo. Dann haben wir noch die Kleinen hier. Ah, Großen. Okay. Das ist jetzt fast nochmal ein Speichern wert. Hallo. Ja, kommt's her, ihr Ungeziefer. Eldrick? Jawohl, er kommt eh. Mit seinem Mönch-Kick-Back. Zack, 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 und? Das noch? Ach, dann hauen wir halt weg. Aber jetzt. Oh, na, der war schön. Ja, das kannst du laut sagen. Na bitte, geht doch. So, noch einmal Proviant. Ich glaube, bis ich von der Insel darunter bin, habe ich nichts mehr, was Proviant betrifft. Alles weg. Da. Servus, du Gratler. Ja, komm schon. Oje, oje. Wow. Ich roll mal ein Stück durch die Gegend. So. Zack, 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 zack. Und ausweichen. Oder auch nicht. Nochmal ausweichen. Nochmal, nochmal. Eldrick, du darfst. Wow. Geh weg von mir, du Viech. Nochmal. Zack, zack, zack. Wow, ausweichen. Ui. Da hat es einen Eldrick erwischt. Zack, zack, zack. Und so ausweichen. Jawohl. Besser gemacht. Wow. Nochmal. Ah, okay. Das war vorher verreckt. Nein. Nicht runterkullern. Ah, ist noch ausgegangen. Super. Super. Hui. So, noch ein paar Eierlein. Und eine Würgeranke. Oh, ein Schatz. Da ist ein Schatz vergraben. Na dann, die Ärmel hochgekrempelt und ausgebuddelt. Na, bitteschön. Mal schauen, was da Tolles drinnen ist. Ja, der Rücken tut uns auch weh. Oh, Ruck. Ganz schön schwer. Ja. Der Schatz am Plateau der Sturminsel. Na dann. Da 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 da. Wir haben einen Rubin bekommen. Wir haben 600 Gold. Boah. Silberner Teller und ein Idol. Ja, her damit. Ich bedanke mich. Vielen lieben Dank. Das werden wir auch sofort speichern. Weil doof, wie ich manchmal bin, und ungeschickt und tollpatschig und fügt's ein, was ihr wollt. Kann's ja schon mal passieren, dass ich wieder verrecke und dann muss ich den von vorn ausprobieren. Ah ja. So. Wieder ein bisschen Proviant vernaschen. Und dann schauen wir uns hier weiter um. Ja, ja, da vorne ist das nächste, sind die nächsten. Okay. Glück gehabt, es kommen nur die Kleinen. Das ist sehr gut. Zack, zack, zack. Der nächste, zack, 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 zack. Jawohl. Schau. Uhaha.
Und da kommt doch schon der große Bruder. Zack, zack, zack. Und Schuss. Baum. Voll in den Rücken. So muss es sein. Wow. Ausweichen. Ahaha. Ausweichen vielleicht nochmal. Einmal noch? Oder? Nein, es geht so. Puh. Dreckverdammter. Das wäre mit dem Rum beheben. Ein guter Schluck Rum. Boah. Gott sei Dank haben wir vorher noch eingekauft. Puh, das. Das hätte ich nicht überlebt. Keine Chance. So, noch zwei Eier. Eier, wir brauchen Eier. Und wieder einmal speichern. Aber wir haben ja schon ein gutes Stück geschafft, das, also vom Berg und so. Brauchst du Hilfe? Ja, ich brauche Hilfe. Er fragt immer so nett. Er fragt immer so nett. Dabei weiß er es nicht. Das ist ohne ihn. Und Schuss. Ausweichen. Boah, Glück gehabt. Nichts getroffen. Aber jetzt. Au, au, au. Au, au, au. Eldrick, du darfst wieder. Und zack, 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 zack. Ah, au, au, au. Wow, ich muss mal ausweichen. Die Großbrick ist brav gemacht. Da waren es nur noch vier. Ja, super. Ja, spitze. Bald haben wir die Biester ausgerottet. Muah. Wir könnten ja, wenn wir hier fertig sind mit Risen 2, könnten wir uns ja mal als Kammerjäger oder so anmelden. Oder mal selbstständig machen. Ne? Was ist das für eine komische Fratze? Was bist du? Eldrick? Was ist das? Ah, wir können ein bisschen Smalltalk machen. Okay. Cruz hat Mara gesehen. Cruz hat Mara gesehen. Sie hat ihm einen ordentlichen Schock versetzt. Ja, das ist ihre Natur. Cruz sprach von einem General. Cruz sprach von einem General. Ja, und weiter? Nun, das heißt, dass sich eine von Maras Kreaturen im Lufttempel breitgemacht hat. Er überwacht ihr Monsterlabor da oben. Nun, dann weißt du ja, wen du überwinden musst, um das Übel zu stoppen. Ja, was unternehmen wir jetzt gegen die Geysire? Oh, das hätte ich gleich machen sollen, Entschuldigung. Was unternehmen wir jetzt gegen diese Geysire? Ich habe darüber nachgedacht und bin zu einer Lösung gekommen. Oh? Wir werden sie wieder verschließen. Okay, ich hole ein paar Bretter, Hammer und Nägel. Ich gebe dir ein Sekret, mit dem du die Geysire verschließen kannst. Mist. Du meinst, dass es damit geht? Dann her damit. Hier, nimm und probiere es aus. Oh je, jetzt will man nochmal zurücklaufen. Es tut mir sehr leid. Ah, ich hätte gleich mit ihm quatschen sollen. Entschuldigung. Na gut, aber wir haben hier schon mal den ersten Geysir-Pickel. Den hauen wir gleich weg. Widerlich. Was hat ihn gehauen? Ah, es sind echt nur drei. Na super, jetzt muss ich nochmal zurücklaufen. Naja, dann wäre der Part für heute auch zu Ende, ne? Entschuldigung. So. Ich vergesse immer mit den Leuten zu quatschen. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin das einfach nicht gewohnt. So. Ganz schön heiß. Ja, und einer wäre noch, oder? Hat er es nicht gezählt? Ganz schön heiß. Oh, er hat nur ein Sekret. Wo ist denn das Eldrick? Hä? Wo ist denn jetzt hin? Kumpel? Hallo? Ist er wo hängen geblieben? Ah, da ist er. Meine Güte. Ich brauche Nachschub. Dein Zeug ist klasse. Ich brauche mehr davon. Dein Zeug ist klasse. Ich brauche mehr davon. Ich habe es aus den Gargoyle-Eiern von Antigua hergestellt. Aha. Bring mir mehr von den Eiern. Dann kann ich dir auch mehr Sekret geben. Wie viel brauchst du denn? Mit den 5 Eiern von Antigua konnte ich dir ein Sekret herstellen. Also 5 Eier für ein Sekret. Und mit einem dieser Sekrete kannst du einen magischen Geysir schließen. Ja, soweit habe ich mathematisch schon verstanden. Hier bitte hast du die Eier. Hier, hast du 5 Eier. Gib mir dafür Sekret. Gut, warte. So, fertig. Hier hast du es. Und einmal noch hier, bitte. Hier, hast du 5 Eier. Gib mir dafür Sekret. Gut, warte. Ein Wimpernschlag und so, darauf fertig. Fertig. Hier hast du es. Dankeschön.
Mehr Eier haben wir zufälligerweise auch nicht dabei. Also nochmal Entschuldigung. Ich hätte gleich mit ihm quatschen sollen. Naja. Es ist schon wieder eine Woche her, ne? Dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Also sei es mir vielleicht ganz verziehen. Ganz schön ekelhaft. Ja. Hauptsache es hält. Ja. Und der dritte war da ganz unten, ne? Ach du liebes bisschen. Was soll ich da übersehen? Schwertdorn. Oh, Zocki, wie kannst du nur? Na, fall mir da nicht runter. So. Das mache ich noch, auch wenn es ein kleines bisschen Überlänge ist. Aber den dritten Geist hier machen wir noch fertig. Dann haben wir die Quest nämlich auch schon geschafft. Mir kommt vor, da unten. Ja, da ist er. Mir kam vor, da war einer. So, lalala. Und dann werden wir den nächsten Part einfach dort starten, wo wir ein Stückchen weit den Berg rauf schon waren. So, ich hoffe, das hält. So, sehr gut. Und jetzt schnell hinein in den Tempel, bevor noch mehr Unglück passiert. Kann man nochmal quatschen? Okay, das passt schon so. Na gut. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. So, ich denke, das war der letzte hier unten. Mal sehen, wie es innerhalb des Tempels aussieht. Ja, wahrscheinlich katastrophal. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Apropos, wir essen noch. Vielen lieben Dank an euch allen fürs immer wieder da sein, fürs dabei sein, für die ganz vielen lieben Kommentare, für alle, oder besser gesagt, an alle, die uns noch hier Beistand leisten. Und noch eine kleine Entschuldigung am Rande, dass immer noch kein Yokai Lelipart gekommen ist. Ich habe ein paar technische Schwierigkeiten mit meinem Xbox-Controller und ich hoffe, dass ich sie morgen am Sonntag beheben kann und vielleicht schon den ein oder anderen Testpart zumindest machen kann. Ja, ich komme einfach nicht dahinter. Manche schaffen es mit Einstecken und klappt. Bei mir ist es dann leider doch nicht so einfach. Ja, mal schauen, ob ich es hinbekomme. Ich würde es sehr freuen. Ansonsten, ja, belassen wir es einfach bei den Risen Parts wieder für diese Woche und hoffe, dass es dann am kommenden Wochenende, ja, mit Yokai Lili auch zeitgleich losgehen kann. Irgendwie so. Ja. Na gut, ihr Lieben. Also nochmals, vielen lieben Dank, dass es euch gibt. Vielen lieben Dank, dass ihr mich gefunden habt, dass ihr mich supportet und quasi, dass ihr meine Fails und meine Vibes erduldet und erträgt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe und alles Gute. Eure Zocki. Tschüssi.